Okay, kommt rein. Tut mir leid. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Ergibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere Trupps. Mindestens. Und jetzt geht ihr Nacht. Wir sind hier auf Bannen. Wir waren unser ganzes Leben im Reich und jetzt sind wir Freaks? Ah, das passiert ständig. Aber warum? Warum wir? Die erhöhen ständig die Normen. Letztes Mal waren es unsere Nachbarn. Dieses Mal sind wir. Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann komm rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Willkommen und ruht euch aus. Aber sie verstehen doch. Шумелка мышь, деревья гнулись, а ночка темная была. Patronen für den letzten überlebenden Theaterkritiker, Patronen für die Gnade unserer Seelen. Ich verabscheue mich selbst. Hier sitzen wir mit Wasser und fest beleuchtet, wenn überall unsere Umstrahlung, Tod, Verfall und endloser Krieg herrschen. Wo ist Vitya? Warum ist er nicht sofort hierher gekommen? Ja, welche, die wir kennen. Warum? Was ist passiert? Wow, das ist mal ein Dämon. So gruselig wie ein echter. Und, Nikitich, wann werden wir Mutantenfutter? Hast du genug Geld, um eine Woche durchzuhalten? Eine Woche? Zwei Tage vielleicht. Dann ist mein Leben vorbei. Und es hat so lange gedauert, das zusammen. Diese Messer sind das Beste, wenn du dich um Wächter kümmern willst. Die werden deine Feinde bestimmt zum Schwitzen bringen. Kauf das hier. Das ist immer nützlich. Das hier ist das Beste, wenn du alleine bist und der Gegner nicht. Eine tolle Sache ist das. Und billig noch dazu. Ja, es gibt nichts Besseres, um jemanden aufzuhalten. Absolut nichts. Diese Patronen sind gut, auch wenn sie handgemacht sind. Also, die sind vielleicht nicht neu, aber von guter Qualität. Kein Kratzer und kein Rost trifft garantiert. Viel Glück! Komm wieder! Fisch, frische Fisch aus Venedig, Fisch, Gräuter... Jeder hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Schütze dich! Kauf dir eine Waffe! Salo normal, salo geräuchert, Talg, Schmalz, Brat, Schinken. Mit so einer Waffe kannst du dich und andere beschützen. Glückwunsch! Etwas Besseres gegen Monster gibt es nicht. Ein Schuss mit der Doppelläufigen direkt in die Schnauze macht einen Sieger aus dir. Wenn du das hier kaufst, brauchst du nie wieder Banditen zu fürchten. Na, jetzt kannst du es ihnen zeigen. Wurfmesser, leise und tödlich.
Patronen und andere Sachen. Die besten Preise in der Gegend, versprochen. Viel Glück, Mann. Das Zeug ist klasse. Wie besseres gibt's nicht. Nun, Artyom, ich habe alles arrangiert. Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Komm nur in 10 Minuten wieder, wenn du es dir anders überlegst. Dann stößt weg. Unter einer Bank am Bahnsteig gesehen wurdest, als du dich vor deiner Frau versteckt hast. Komm schon, mach dich nicht lächerlich. Oh, natürlich. Kommt rein. Also, du kannst dir die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Maestro, wenn Sie so nett wären, der Konkord. Es nie zuvor etwas Vergleichbares gegeben. Es tut mir jetzt für die anderen Darsteller leid. Ihre Versuche, das Publikum zu beeindrucken, werden nach solch einem Spektakel kaum der Rede wert sein. Aber ich bin mir sicher, dass Sie mit der hoch angesetzten Latte der Erwartungen zurechtkommen werden. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Dieser Mann lacht der Gefahr ins Gesicht, fordert die Natur heraus, trotz dem Gott dieser neuen Welt, und beweist wieder einmal, dass die Menschheit über alles herrscht. Ein warmes Willkommen für Leonid Bury, unseren außergewöhnlichen Dompteur mit seinem, Schrecken unserer Stadt. Alle, hopp! Alle, hopp! Alle, hopp! Was hab ich dir gesagt? Alle! Dummer Freak, alle! Wo bist du? Komm zurück! Wo? Du Dummer Freak, ich bring dich um! Beeindruckender Sieg, bei dem die menschliche Intelligenz über Mutanten triumphiert. Wo wir gerade von Mutanten reden. Selbst in unserer Station sind Gerüchte zu hören, dass eine neue Art an der Messe entdeckt wurde. Furchterregende Bestien, schwarz wie die Nacht, unbesiegbar und in der Lage, in jedem, der sie sieht, den Wahnsinn auszulösen. Aber selbst die waren kein Gegner für die menschliche Genialität. Die Jungs von der Messe haben bemerkt, dass sie die falschen Pilze gekocht haben. Als sie wieder zum traditionellen Rezept übergingen, waren die Mutanten verschwunden wie der Morgentau.
Einen kräftigen Jubel für die Helden von der Messe. Und die Show des heutigen Abends geht weiter. Es wird Zeit, unserer Show eine lyrische Stimmung zu geben. Wir präsentieren Ihnen das Genie der Kammermusik, den berühmten Akkordeonspieler Kolja Poscharny mit seinem Meisterwerk »Mein Herz strebt nach dem Himmel, stößt aber gegen die Decke und fällt wieder herunter.« Eine Runde Applaus, bitte! Niemals wieder gleich erklingen. Deine Musik hat ihre Saiten mit so viel Kraft berührt. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Heute habe ich die Ehre, Ihnen den heißesten und explosivsten Auftritt diesseits des Atlantiks bieten zu können. Das heißeste Spektakel des heutigen Tages. Unsere Feuershow. Einen Applaus, um unsere Darsteller willkommen zu heißen. Bitte! Unglaublich, einfach unglaublich. Wenn auch ein kleines bisschen zu heiß. Nur noch wenige Grade mehr und ich wäre verkohlt. Vielen Dank, liebe Freunde, vielen Dank. Aber ich muss sagen, dass wie heiß auch immer das war, die Mädchen waren noch etwas heißer. Leute, ihr müsst euch der Herausforderung stellen. Vielleicht probiert ihr es mit einem Flammenwerfer. Und noch immer geht es weiter, liebes Publikum. Bitte heißen Sie willkommen den Arpeggio-Virtuosen, den Gott des Legato und Dämon des Tremolo. Unseren Lieblingsschüler von Mel Basch und Wladimir Manilow, den besten Gitarristen unseres neuen Zeitalters, Viktor Minchuk mit seinen Fantasien. Bitte heißen Sie unseren Virtuosen willkommen! Mm-hmm.